aus der Schusslinie. Hallo. Einen schönen guten Tag an alle, die hier zur Demo gekommen sind. Ich bin heute das erste Mal hier. Jeder muss das Mikro einfach nehmen. Und da es um Frieden, geht, ist mir eins klar geworden: Der Mensch wird durch die Angst beherrscht. Und es passiert, dass eine Angst kommt durch die Presse, durchs Fernsehen, durch die Behörden, Hartz IV oder wie man es auch nennen mag. Vor lauter Sorgen und Ängste bekommt ihr den Kopf nicht frei für ein bewusstes Leben. Denn der bewusste Mensch hat den Drang zur Freiheit und in allem kennt er keine Ängste. Diese bewussten Menschen werden sich fragen, will ich mein Leben und mich weiter diesen Ängsten und Zwängen aussetzen? Dies alles hat nichts mit einem freien Menschen zu tun. Es ist der Beginn der Versklavung der Menschheit. Ich sage euch, schließt euch zusammen in kleinen Gemeinschaften oder Gruppen. Helft euch gegenseitig. Es ist eine neue Zeit angebrochen. Geht aus dem Wettbewerb raus. Geht aus dem Kampf heraus, der die Gier und den Neid schürt. Es ist die Zeit vorbei, wo es heißt, jeder für sich, Gott für uns alle. Land zu teilen mit eurem Nachbarn, den Mitbewohnern in eurer WG, in eurer Hausgemeinschaft, in der Dorf- oder Stadtgemeinschaft. Denn wir sind alle eins. Organisiert euch. Versucht zu tauschen, anstatt immer alles neu zu kaufen. Entzieht euch der Werbung und den Pressemedien. Macht eure Köpfe frei von Emotionen wie Hass, Neid, Gier. Mehr sein zu wollen als der andere. Erhebt euch nicht über eure Mitmenschen. Macht euch frei von allen Zwängen. Der Mensch ist auf der Welt, um glücklich in Freiheit und in Fülle zu leben. Jawohl. Erschafft euch eine freie Währung, wie es heute schon viele in Deutschland, in Städten und Dörfern gibt. Da gibt es keine Mehrwertsteuer, seht es euch im Internet an. Zum Beispiel Engelgeld, der Chiemgauer. Setzt euch ein für die freie Energie. Sie existiert schon, ist aber von den Energieunternehmen der Ölindustrie nicht gewollt. Befreit euch aus den Zwängen der Angst. Die Politiker sollen dem Volk dienen und es nicht beherrschen oder über es zu herrschen wollen. Warum geht ihr überhaupt noch zur Wahl? Wer seine Stimme abgibt, kann sich später nicht mehr erheben. Noch etwas. Bringt zur nächsten Demo jeder einen Bekannten oder Freund mit. Da sind wir das nächste Mal doppelt so viel. Klasse. Denn wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Dieser Satz hat schon viel bewirkt, auch schon die Wiedervereinigung herbeigeführt. Nicht nur in der Vergangenheit. Das ist auch heute immer wieder möglich. Im Übrigen fordere ich ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Menschen. Danke.